Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen nach dem Wochenende. Das war bei uns hier etwas winterlich, frostelig, bisschen Schnee, alles dabei, was so ein Winter braucht. Und heute Morgen, ja, ist alles dabei, was wir für die Handelsvorbereitung brauchen. Das heißt Nachrichten und ein paar Assets, die wir uns anschauen können dazu. Steht heute ganz oben auf der Agenda das WTI. Wir schauen mal eben auf den Nasdaq und den DAX an dieser Stelle. Das ist die Vorausschau für das, was hier gleich kommen mag. Fragen natürlich wie immer gern rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Jetzt hätte ich fast gesagt GoToWebinar, aber das ist ja Geschichte. Ich sehe auch Zoom kommt durch. Jawohl, läuft auf Facebook. Schläft noch alles? Guten Morgen Facebook, wenn ihr da seid, gebt mir ein kurzes Hallo, Daumen hoch, wie auch immer, damit ich weiß, dass dort auch alles passt. Aber ich glaube, Facebook hing gerade irgendwas, aber ich denke mal, das wird hier in Kürze dann auch soweit sein. Wir schauen dort dann zunächst auf den Risikohinweis, das bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, jetzt haben wir Facebook auch dabei, wie ich sehe. Also an dieser Stelle nochmal einen guten Morgen auch dorthin. Da hat es gerade etwas geklemmt, deswegen, ja, ein bisschen später hier an dieser Stelle. Nachrichten heute, Feiertag in den USA, Martin Luther King's Day. Das Ganze natürlich mit geschlossenen Börsen. Das hatte schon ein bisschen so Vorauswirkung am Freitag. Da nimmt man ganz einfach manchmal ein paar Positionen vom Tisch, die wir hier an dieser Stelle auch gesehen haben. Gab ja einige Kursrückgänge am Freitag, gerade bei den großen Indizes. Das ganze Thema, ja, mal schauen, was passiert, wenn die morgen die Händler wieder zurück am Desk sind. Und natürlich, wir haben die Vereidigung von Biden auch am 20. auf der Uhr diese Woche. Ja, man muss mal sehen, wie das Ganze so abläuft, was dort an den Märkten passiert. Auf alle Fälle weiß man schon, dass einiges an Hilfen kommen wird. Wie schon gesagt, die Details dazu sind ja mittlerweile raus. Der Markt hat ein bisschen gewackelt in dieser Richtung, aber ich denke, es wird sich fangen und es wird alles besser laufen. Aber es kann natürlich auch anders sein, deswegen schauen wir immer rein in die Charts. Heute Martin Luther King's Day, wie schon gesagt. Und dann haben wir noch aus China Nachrichten zum Bruttoinlandsprodukt bekommen. Das wächst weiter über den Erwartungen der Analysten bei 6,5%. Und die Industrieproduktion für das vergangene Jahr im Dezember bei 7,3% im Plus. Das Ganze, die aktuellen Daten aus China. Und damit sind wir schon fertig mit den Daten für heute. Wir wissen ja, es kommt immer ja, montags ein bisschen milde rein. Wir bekommen diese Woche noch ein paar mehr Daten, wo wir einiges an Bewegung auch erwarten können. Und damit gehen wir an dieser Stelle jetzt schon mal relativ flott auch in die Charts hinein mit. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir gleich mal hier in den Stereo Trader. Keine Sorge, hier meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf Zoom, das Bild kommt sofort, sollte jetzt da sein. Und damit können wir auf das schauen, was ich avisiert hatte. Ich sehe gerade, die Lautstärke scheint ein bisschen niedrig zu sein, aber bei mir ist alles gut von der Seite her. Meine Lautstärke ist wie immer, wie am Freitag, das habe ich schon gecheckt. Das Ganze schlägt auch aus, aber kurz eine Frage auf das Thema Ton. Hat noch irgendjemand Tonschwierigkeiten auf Facebook oder auch auf Zoom? Dann bitte kurz durchgeben, dann muss ich hier mal an den ganzen Einstellungen noch eine Kleinigkeit auch ändern. Aber auf Zoom kommt alles durch, das heißt, ja, vielleicht spreche ich heute nur ein bisschen leiser, ich weiß es nicht. Christian, oder es ist ein bisschen fröstelig bei dir, aber ansonsten, gut, ich mache mal weiter. Wenn ich ein paar Rückmeldungen bekomme, dass der Ton zu leise ist, muss ich nochmal an anderer Stelle schauen, was hier los ist. Wir schauen jetzt auf das Öl. Ich hatte es am Freitag avisiert. Ich mache mal den Blick in die Woche rein und schaue, was kommt. Und die Wochenkerze, die ist mir halt so wichtig gewesen. Warum? Das werden wir gleich sehen. Ich mache mal hier im Tageschart vom WTI mal eben noch kurz ein paar Markierungen raus, die wir zunächst mit Blick auf die Woche erstmal noch nicht brauchen. Aus diesem Grund nehme ich es halt einfach raus. Moment, einmal auf Entfernen drücken und dann haben wir das. Also, ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart rein. Und im Wochenchart sehen wir hier an dieser Stelle etwas, sag ich mal, Wichtiges. Und zwar sehen wir hier
einen großen, großen Abwärtsverlauf, ja, und der Abwärtsverlauf an sich ist nicht so ganz das Wichtige. Das Wichtige in diesem Abwärtsverlauf ist hier oben diese Schwelle um die 53 US-Dollar. Ne? Das ist ein bisschen drunter, bis ein bisschen drüber, aber das ist so der Schwungbereich, den wir dort an dieser Stelle immer wieder haben. Ja? Und das Ganze hier haben wir als Bereich, wo wir drunter gelaufen sind. Schaut mal, und dann gab es den Rücksetzer oben rein und dann wurde dieser ehemalige Unterstützungsbereich hier oben angetestet, kein Kaufinteresse mehr gefunden und dann ging es ordentlich nach unten rein. Seitdem erholt sich der Markt wieder, steht jetzt oben drinnen und das ist der Grund, warum ich jetzt auf die Woche schaue. Denn wenn wir uns mal diesen Wochenchart hier anschauen, sehen wir, dass halt die Price Action genau hier um die 53 kam. Was wir auch sehen ist, wir hatten ja, sage ich mal, in diesem aufwärts starken Aufwärtsbewegen auch schon immer mal ein bisschen korrektive Phasen. Hier hatten wir auch so eine Kerze, so eine Wochenkerze, die wurde aber wieder aufgekauft. Das war eine kleine andere Verortung an dieser Stelle, aber es war ein kurzes, ruhiges Innehalten. Hier hatten wir eine Korrektur von 2 Wochen, 2,5 Wochen, bis es dann wieder schön nach oben ging. Jetzt ist die Verortung allerdings eine andere. Das heißt, wir stehen jetzt hier oben in diesem Bereich wieder um die 53 und das ist der große, starke Verkaufsbereich. Das heißt, dort oben hier haben mal sehr, sehr viele Händler Positionen verkauft und es ist nicht ungewöhnlich, dass wir an diesen Stellen wieder Rücksetzer bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, wie die Wochenkerze ausschaute. Und die mussten wir erst abwarten. Und die haben wir hier. Das ist diese Kerze mit dem roten Pfeil hier markiert. Auf die kommt es jetzt drauf an. Ich habe mal hier oben das hoch markiert an dieser Stelle. Das haben wir bei 53,88 liegen. Das heißt, natürlich, logisch zu sehen, wir müssen erst einmal darüber, dass wir hochlaufen können. Und dann haben wir im größeren Bild, im größeren Kontext hier definitiv mal oben als Kurszielbereich aus rein technischer Sicht, ja, hier oben die 65,50 liegen. Zwischendrinnen kann man natürlich auch noch einen kleinen Zwischenanlaufbereich sehen. Das wäre mal so dieser Bereich hier an dieser Stelle, also dieser Drehbereich hier um die, naja, 59, 30 bis 40 hier. Das Level hier oben rum, das ist das, hier hat es kurz durchgeatmet, das ist etwas was Feines, aber könnte es durchaus auch mal zu einem zwischenzeitlichen Durchatmer kommen, wenn es direkt nach oben geht. Soweit sind wir jetzt allerdings noch nicht. Wir müssen uns jetzt erstmal die kleineren Details anschauen. Und da wechseln wir mal wieder zurück in den Tagesschart hinein. Ich bin im Blog übrigens auch genauso vorgegangen, wie ich das gerade auch gesagt habe oder gezeigt habe, von oben nach unten. Und das machen wir jetzt hier auch weiterhin an dieser Stelle rein. Und wir sehen hier an diesem Punkt jetzt halt mal den Aufwärtslauf vom Tageschart. Wartet mal, dann nehmen wir die Marken hier nochmal raus. Die brauchen wir nicht. Also, was wir hier sehr, sehr schön sehen, ist hier, das hier ist der letzte Bewegungsarm auf der Wochenbasis. Hier ging es nach oben, da schlängelt sich auch klein der Trend nach oben. Hier schaut es euch mal an, die steigenden Hochs, die steigenden Tiefs, das sind jetzt die untergeordneten Bewegungen hier, die wir in den kleineren Trends dann sehen. Aber wir sehen es halt, wir sind hier oben raufgelaufen und jetzt haben wir hier unten eine Linie liegen. Das ist das Tief vom Freitag, 51,81 haben wir dort liegen. Wenn es da drunter geht, ist das ein Indiz dafür, dass wir eine Korrekturausweitung bekommen. Und diese Korrekturausweitung kann uns halt doch deutlich nach unten führen. Und wenn wir uns das mal eben auf Tagesbasis anschauen wollen, dann haben wir hier natürlich erst einmal den Ausbruchsbereich hier. Moment, ich greife hier mal kurz wieder zur Krücke, dem Zeichentool. Da kann ich gerade ein bisschen besser skizzieren, was ich brauche. Das heißt hier, schaut euch mal an, was wir hier am Laufen haben. Also das hier, ich skizziere einfach mal ein Stückchen von dem aktuellen Aufwärtstrend. Das ist der Trend. So, und dann haben wir hier im Bereich dieser 49,20, das ist der letzte Ausbruchsbereich, ne? Und wir wissen ja, dass auch in guten Trends dieser Bereich erst einmal ein sehr, sehr schönes Anlauflevel ist. So, das wäre mal ein Punkt. Und das heißt halt, sollten wir hier unter die 51,81 fallen, ist der Weg erst einmal frei hier unten rein in die 49,20, beziehungsweise dann später hinten runter hier die tieferen Level, die etwas tieferen Level. Und das sind halt die, die ich hier an dieser Stelle gerade auch skizziert hatte. Moment, hier haben wir es, so, da haben wir es drin. Also diese Marken hier, schaut mal, da haben wir Level-Auffangpunkte sozusagen, die wir hier drinnen haben. Und das sind halt diese Marker, die jetzt wichtig sind. Moment, ich hebe mal kurz alles auf hier. Und zwar die Korrektur tiefst nach dem Ausbruch. Das
sind die wichtigen Fakten. Und das sind wichtige Sektoren, die wir hier haben. Also hier das Ausbruchslevel oder Fortsetzungslevel vom Aufwärtstrend. Dann haben wir hier um die 47,20 ein Auffanglevel. Ja, das sind wir hier im ersten Anstieg aus der Korrektur kurz innegehalten und dann ging es dynamisch hoch. Wichtiges Level. Sollte das auch nicht halten, dann haben wir hier das Zwischentief. Also hier, das war das Zwischenhoch, hier unten das Zwischentief und dann ging es nach oben. Das ist der Bereich um die Marke von 46 und das sehen wir hier, die hatte nicht nur in der Korrektur eine Relevanz, sondern diese Relevanz hatten wir hier an dieser Stelle auch schon vorher. Heißt also hier, worauf schauen wir, was gucken wir uns genau an? Hier. Einmal hier. Hier ein Tag Relevanz, hier ein Tag Relevanz, hier war die Relevanz, hier war die Relevanz, hier war die Relevanz. Und dann diese zwei von oben auch noch drauf. Also die 46 sind eine sehr, sehr wichtige Marke. Und wenn wir wirklich in eine tiefe Korrektur eintauchen sollten, ja, das ist immer die große Frage, läuft es denn überhaupt so tief? Aber das ist ja das, was wir gar nicht wissen können. Deswegen brauchen wir halt diese Marker als Anlaufplanung auch für die Unterseite, damit wir wissen, wo können wir denn eventuell auf eine Gegenbewegung setzen. Das ganze Spiel ist dann natürlich, da kommt dann natürlich in Frage, wenn wir hier die Unterseite ansteuern und das ganze Thema mit der Unterseite ansteuern, schauen wir uns jetzt nochmal im Kleinstbereich an. Denn wir sehen ja, wie viel Luft hier oben drinnen ist. Das ist schon einiges an dieser Stelle. Das sind sozusagen um die 2 Dollar hier, was hier an Bewegung ist. Und wenn wir uns das Ganze mal eben im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, dann sehen wir hier schon einen Trend nach unten am Laufen. Wartet mal, ich mache den mal ganz kurz ein. Mal schauen, ob wir den schon angezeigt bekommen. Ah, das spielt nicht so richtig zusammen. Aber hier, jetzt sehen wir es. Also hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben also definitiv hier einen abwärts trendenden Markt. Fallen wir deutlich hier oder ich sage an dieser Stelle nachhaltig unter die 51,81, dann ist der Weg nach unten hin frei. Was ist vorher allerdings noch wichtig? Und das ist halt etwas, das sehen wir sehr, sehr schön auch in den Charts. Vorher ist es natürlich wichtig, dass wir den Aufwärtstrend rausnehmen. Und der ist ja noch am Laufen, solange der Markt nicht unter dieses Level fällt. Ne? Das ist die letzte Aufwärtsbewegung. Jetzt haben wir hier zwar eine trendige Abwärtsphase, aber wir sind noch nicht hier unten drunter gefallen. Dann wäre der Bewegungsarm gebrochen. Und wenn dieser Arm gebrochen wird, dann, wie schon gesagt, die großen Level hier, die wir auf der Tagesbasis gerade gezogen haben, die sind dann natürlich relevant an dieser Stelle. Die sind wichtig. Aber zwischendrin hat man auch noch einen anderen Anlaufpunkt, nämlich hier. Dieser kleine untergeordnete Schwungbereich. Und das ist halt wichtig jetzt, warum ich auch auf die nahen Umlaufpunkte schaue. Es ist wichtig für die kurzfristigen Intraday-Trader, dass wir uns die Level auch im nahen Bereich suchen. Und da sind halt diese Zwischentiefs, die wir hier beispielsweise im 4-Stunden-Trend sehen, ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt zur Unterseite hin. Und wenn wir uns diesen Chart jetzt mal anschauen wollen, wir sehen auch hier, schaut mal, dieser Bereich hier oben, das ist hier aus dem Schub nach unten ein Drehpunkt, ein Drehbereich an dieser Stelle. Ich mache das mal kurz rot. Und das schauen wir uns jetzt nochmal eine Nummer tiefer an. Das heißt, für die kurzfristigen Trader gehen wir jetzt hier mal in den 5-Minuten-Chart rein und beleuchten uns das Ganze mal im kleinen Bereich. Denn das sind die Marker, die wir brauchen, um nach unten zu traden für das kurzfristige. Ja. Macht ja keinen Sinn, wenn man, sag ich mal, seine Positionen so gestaltet, dass man in den Tag rein reintradet und ganz viel Strecke mitnehmen möchte, wenn man eigentlich das Ziel hat, im Kurzfristbereich unterwegs zu sein. Da brauchen wir halt engere Ziele. Moment, jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen mehr zusammenraffen. Und das sehen wir hier halt. Also, worauf es mir jetzt ankommt, ist die Tatsache hier. Moment, wartet mal, mal gucken. Ich muss mal schnell den richtigen, nein, das finde ich jetzt hier nicht, das ist zu fein, den richtigen Fokus auf dem Markt zu finden. Und das sehen wir halt, indem wir uns mal den Trendverlauf anschauen. Und das sehen wir jetzt im 5-Minuten-Bereich halt hier. Schaut mal, da lief die Stunde runter. Hier schon mal zwischendrin ein bisschen. Also, das Bild hier nach unten hin, dann sind wir aber einmal oben drüber gelaufen und das ist das, wo der ein oder andere Händler dann wieder sagt, oh, was ist denn jetzt los? Da sind wir doch drüber gelaufen, vielleicht doch kein Abwärtstrend, aber wir sind hier im größeren Bereich, wenn ich das mal kurz etwas dicker zeichnen kann, ist halt das, was dann drauf ankommt, wo so ein Markt lebt. Also hier, das die erste initiale Abwärtsbewegung, das die Gegenbewegung, hier ein tieferes Hoch gemacht. Hier haben wir einiges bei rausgenommen. So, und was wir jetzt sehen, ist halt im kleineren Bereich schon wieder. Hier, schaut mal, es trendet nach unten.
Ja, und wir sind halt einfach in dem Abwärtstrend der 5 Minuten schon drinnen. Und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert. Wie lange läuft dieser Markt? Dreht er vielleicht ein bisschen rum? Wenn er sich fortsetzt, haben wir hier schön den Abwärtstrend in den 5 Minuten. Und das ist dann genau das Bild, wo wir uns schön nach unten zur Unterseite hin orientieren können. Und da kommt halt als nächstes dieses Anlauflevel mit rein. Und das sehen wir auch noch hier. Das Thema der Trendfortsetzungslevel beziehungsweise hier dieses Level, das sind halt Dinge, die sind dann tatsächlich interessant, auch für die Gewinnmitnahmen im kleineren Bereich. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die wir hier an dieser Stelle dann haben. Das ist nämlich das, wo wir schön zur Unterseite hin planen können, nach unten hin. Aber das können wir genauso gut benutzen, um die Range, die wir aktuell haben, zu traden. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Tageschart rein, um das mal ganz kurz noch zu zeigen. Muss ich bloß ein bisschen größer machen. Schaut mal hier. Wir bewegen uns ja momentan von den Kursen innerhalb dieser Kerze vom Freitag. Und das ist die Trading Range, die wir hier haben. Und wenn wir uns in dieser bewegen, sind wir jetzt gerade ja von der Unterseite. Und gerade wenn heute so ein Tag werden könnte, wo der Markt einfach seitwärts läuft, innerhalb so einer Range ist es ja in der Regel eine gute Idee, von unten nach oben und von oben nach unten zu traden. Und das sieht man auch sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart. Hier muss ich nur gleich wieder ein klein wenig zusammenraffen, dass wir genug Historie sehen. Aber wir sehen ja sozusagen auch die Range. Hier oben ist das Top, hier unten ist der Boden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen, wenn wir hier den Trend rausnehmen, momentan trenden wir ja leicht nach oben. Das sehen wir ja hier sehr, sehr schön. Und wenn wir das Trend-Zwischenhoch hier oben rausnehmen, also hier oben dieses Level, Moment, ich lege da eine Linie rein, also dieses Level, was wir hier oben drauf, na, jetzt aber hier. Wenn wir hier oben drüber laufen, nehmen wir das Zwischenhoch raus. Wichtig wäre an dieser Stelle jetzt erstmal als Zwischenfokus, dass wir dieses Level, wo wir jetzt hier sind, auch rausnehmen. Dann sind wir nämlich schön nach oben unterwegs und dann hat dieser kleine Trend, der jetzt hier vorhanden ist, der sich jetzt so ganz leicht schon gebildet hat hier unten, hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt momentan sind wir in der Korrektur. Wenn wir es tatsächlich schaffen, hier drüber zu laufen, dann hat der Markt das Potenzial, das hier oben rauszuholen. Und die Early Birds, die nehmen halt sozusagen schon die Chancen auf, hier nach oben zu laufen, wohl wissend, dass wir noch im Abwärtstrend sind, aber das Stückchen Weg hier oben schon mitzunehmen, muss man aufpassen. Solche Situationen kann man gut und gerne nehmen, wenn man das Ganze dann auch pyramidiert. Das heißt, dass man hier mit einer kleineren Position anfängt und sich sagt, okay, wenn wir jetzt tatsächlich nach oben laufen, ja, dann machen wir hier bei der Trendfortsetzung die erste Posi auf. Dann geht es nach oben. Hier schauen wir, was passiert. Und wenn wir dann sozusagen in die Korrekturen auch immer wieder reinlaufen, also an dieser Stelle sozusagen eine Gegenbewegung machen und uns dann wieder nach oben bewegen, hier nach unten und dann nach oben, dann hat man halt die guten Chancen zu pyramidieren, weil man weiß ja, was noch kommt. Und wenn wir mal schauen, was zur Oberseite kommt, schaut mal, was wir hier für schöne Level haben. Es ist ja einiges zu holen am Markt, was man da hat an dieser Stelle. Und das ist halt sehr, sehr wichtig für die kurzfristige Planung hier mit Blick auf das WTI. So, das hätten wir also ausführlichst besprochen. Was wir als nächstes besprechen, ist das Thema Indizes. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an den Nasdaq. Wohlwissend, heute ist Feiertag in den USA, aber wir haben hier oben eine relativ interessante Situation im Nasdaq. Denn wenn wir mal schauen, wo der Nasdaq am Freitag innegehalten hat, ist das ein sehr, sehr interessantes Level und zwar ein wichtiges Schwunglevel. Und das Schwunglevel, das sehen wir schon alleine, wenn wir auf dem Tageschart unterwegs sind, nämlich diese Marke hier, ich sag mal ganz grob, um den Bereich von 12.760. Dieses Level hier, das ist ein wichtiger Drehbereich. Ich weiß, wir sind hier zwischendurch immer mal deutlich runtergelaufen, aber wenn wir uns dieses Level gleich mal auch in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, werden wir sehen, dass das ein wichtiger Bereich ist. Denn dieser Bereich hier war hier das Fortsetzungslevel und wir haben hier immer, trotz dass wir runtergelaufen sind, immer wieder den Versuch gehabt, oben drauf zu laufen. Und genau hier sind wir auch am Freitag wieder zum Stehen gekommen. Und da ist es jetzt sehr, sehr wichtig zu sehen, was an dieser Stelle hier entsprechend passiert. Denn bricht es unten weg, ist erstmal der Weg frei unten rein, hier in dem Bereich knapp 12.460 Punkte. Das ist charttechnisch offen. Drehen wir hier aber rum, haben wir gute Chancen, aus der Korrektur direkt nach oben zu laufen. Das muss man so ein bisschen sehen. Wir haben hier auch einen Trendkanal nach unten, Trendkanal deswegen, weil wir wirklich jetzt auch auf Tagesbasis schon einen kleinen Abwärtstrend haben. Und das ist halt das, was wir im Nasdaq hier sehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Stundenchart auch anschauen wollen,
und raff das mal ein kleines bisschen zusammen hier, dann sehen wir auch diesen Trendverlauf hier an dieser Stelle, ne? Das ist der Abwärtstrend, den wir jetzt haben, den ich auf Tagesbasis auch gezeigt habe. Und hier schaut euch das Ganze mal an. Das ist das, was ich gerade auch auf dem Tageschart angezeigt habe, hier in diesem roten Kästchen. Das sind die Felder bzw. die Drehbereiche. Hier hat es gedreht. Hier sind wir kurz rangelaufen, hier hat es wieder gedreht. Hier sind wir drunter gelaufen, dann kam direkt wieder die Wende oben rein, hier kurz drüber, dann wieder drunter, aber wieder direkt oben rein. Hier oben kurzes Fahren, dann wieder drunter gedreht und dann nachhaltig nach oben. Und das ist ja genau der Bereich, in dem wir uns jetzt wieder befinden. Also dieses Kurslevel hier hat durchaus schon das ein oder andere Mal wichtige Relevanzen an dieser Stelle gehabt. Und das ist jetzt halt ein entscheidendes Level an dieser Stelle. Was passiert hier? Setzt sich der Trend nach unten fort oder drehen wir rum? Das ist die große und alles entscheidende Frage an dieser Stelle, die wir hier finden. Und was wir auf der Unterseite hier im Chart auch noch sehen, die entsprechenden Anlaufmarker für einen möglichen Schub nach unten. Also bitte jetzt hier nicht auf die Nachkommastelle mich festnageln. Ich lege hier einfach nur die Linien dran. Das passt manchmal mehr, manchmal weniger. Aber hier unten sehen wir die Umkehrbereiche. 12.670, 12.000, knapp 600 und hier unten die Marke um die 12.500. Da ist ordentlich Luft zur Unterseite. Wenn sich hier was entlädt, könnte das relativ flott zur Unterseite runtergehen. Das mal auf der Unterseite zur Kursplanung. Ansonsten sollten wir tatsächlich hier wieder auf dieser Linie drehen, haben wir hier oben dieses Schwunglevel hier, sehen wir es, grob die Marke von 12.800 und ein paar eine 30. Das ist allerdings ein Level, wo ich sage, okay, das ist da, das ist zu sehen. Hier war auch schon immer mal ein bisschen Price Action, aber für mich viel, viel wichtiger ist das, was hier oben drüber kommt, nämlich die kleinen Zwischenhochs. Das ist nämlich das, was aus den Trendverläufen kommt und dort geht halt häufig die Post ab. Und da sehen wir, dass diese Level auch an wichtigen Marken liegen. Hier zumindest das zweite Level obendrauf sehen wir hier, dieser Schub oben drüber. Schaut mal hier, das war das Umkehrlevel aus der Korrektur oben raus. Hier war es das Haltelevel, hier war es wieder ein Kauflevel, hier war es erst einmal ein Verkaufslevel und hier drüben haben wir dann genau solche Marken. Und hier an dieser Stelle und hier in diesem Drehbereich ebenfalls. Das heißt, die Marke um die 12.935, sehr, sehr wichtig für den ganzen Chartverlauf und das ist das, was wir hier zur Oberseite drin haben. Das können wir gut und gerne annehmen, wenn es positiv wird. Und damit haben wir hier eine schöne, schöne Triggerlinie, wo wir gerade jetzt stehen. Und diese Triggerlinie können wir zur kurzfristigen Tradeplanung durchaus annehmen, um hier entsprechend auch nach oben mit reinzulaufen. Das Ganze hier, der Blick sozusagen in den Nasdaq rein. Und damit würde ich sagen, bleiben wir mal kurz noch bei den US-Indizes und ich möchte hier an dieser Stelle mal ein bisschen kurz edukativ am Montag noch unterwegs sein, denn der ein oder andere sitzt ja regelmäßig vor dem Rechner, hier schauen ja auch viele zu, die das machen und überlegen, okay, wie könnte es denn jetzt bei der Entwicklung der Indizes weitergehen? Und da hatte ich ja schon mal in der Vergangenheit gesagt, wenn Berichtssaison ist, kann ja auch immer mal ordentlich Bewegung in die Indizes reinkommen. Und ein Index bewegt sich ja nicht, weil irgendwer den Index handelt, sondern der Index bewegt sich, weil die Aktien, die in diesem Index drinnen sind, sich bewegen. Und wenn wir uns da mal ganz kurz den Dow mit anschauen wollen, dann sehen wir halt hier auch, Moment, ich nehme mal kurz diese ganzen kleineren Level hier raus, die brauchen wir momentan überhaupt nicht. Wir sehen sozusagen hier im Dow einen Markt, der auch absolut in das Korrekturverhalten übergegangen ist. Wenn wir uns das mal auf der Woche anschauen, hier oben an diesem Hoch, hier oben bei 31.258, das war das Allzeithoch hier, kommt der Markt nicht so richtig vom Fleck. Da sind wir letzte Woche runtergekommen und sollten wir hier unter das Vorwochentief drunter fallen, haben wir halt die Ausweitung der Korrektur zur Chartunterseite. Und wenn wir da mal schauen, was hier unten offen ist, hier dieser Bereich, wo wir oben gelaufen sind, ein bisschen über 30.315 Punkte, das ist hier ein Drehbereich durchaus kurzfristig offen. Mittelfristig könnte es sogar ein bisschen tiefer gehen. Also wenn man mal beispielsweise von einer Marktkorrektur von 5% ausgeht, ich überschlage das mal ganz kurz, 10% sind 3.100 Punkte, 5% sind 550 Punkte.
Das entschuldigt 1500 Punkte. Das Ganze hier 1550. Wenn man das mal von oben nach unten abrechnet, hat man halt ein Level, wo man gut und gerne einfach mal an der Prozentzahl Korrekturen auch entsprechend ausrechnen kann. Und wenn man uns dieses Chartbild an dieser Stelle mal mit anschaut, dann sehen wir halt auch den nächstgrößeren Auffangbereich auch noch. Und der kommt hier, als wir hier über dieses alte Hoch drüber gelaufen sind. Das ist der Drehbereich so grob um die Marke von 29.580 bis 29.600 Punkte. Da ist einiges an Potenzial mit da. Und das ist etwas, das könnte diese Woche durchaus sehr, sehr spannend und interessant an dieser Stelle werden. Denn wenn wir uns alleine mal anschauen, wer diese Woche im Dow Zahlen bringt, da sehen wir, jetzt muss ich spicken, Goldman Sachs, wir sehen IBM, wir sehen Intel, wir sehen Procter & Gamble und wir sehen United Health. Das sind ordentliche Player im Index, im Dow, die den Markt ordentlich bewegen können. Und da ist es jetzt halt so, wenn wir uns sowas auch anschauen, dass diese Bewegungen, die dort kommen können, auch andere mit in Sippenhaft nehmen. Und wer sich da einfach mal anschaut, aus was der Dow beispielsweise besteht, jetzt eine dieser genannten Aktien sozusagen deutliche Kursrücksätze auch auslöst, dann könnten sozusagen aus der Branche definitiv andere mit nach unten gezogen werden, weil einfach der Markt dann was antizipiert. Und das ist das, was deutlich für Bewegung sorgen kann. Und da werden wir mal sehen, wie die Zahlen entsprechend auswirken. Das heißt, wenn hier sehr, sehr gute Zahlen und auch vernünftige Ausblicke geliefert werden, dann könnte es durchaus relativ flott nach oben gehen und dann werden wir wahrscheinlich gar nicht erst so eine tiefe Korrektur sehen. Sehen wir hier allerdings aus den Nachrichten oder macht der Markt aus den Nachrichten eher etwas Schlechtes, drückt auf den Verkaufsknopf sozusagen, dann kommen diese tieferen Level kurzfristig mal rein, bis sich der Markt dann sozusagen ausgependelt hat und wenn sich dann wieder alles beruhigt hat, dass wir dann nach oben umdrehen. Das ist das, was wir hier an dieser Stelle sozusagen mal in die Planung für die aktuelle Handelswoche auch mit reinnehmen können und das Ganze dann auch mal schauen. Also gut und gerne auf die Indizes schauen. Ne? Im Nasdaq funktioniert das Ganze genauso, im S&P 500 auch. Je größer die Indizes werden, je größer ist natürlich auch die Menge an Titeln. Ich kann mal ganz kurz umschalten hier. Also im Dow haben wir sozusagen diese Woche sechs, die Zahlen bringen im S&P 500. Moment, da muss ich mal ganz kurz schauen. Da sind es 40 Werte, die diese Woche Zahlen bringen. Da sieht man schon, da wird der Aufwärts- oder der Arbeitsaufwand natürlich etwas höher. Deswegen hatte ich hier mal mit dem Dow auch angefangen. Aber man kann damit gut und gerne sich das Ganze ausschauen. Das funktioniert übrigens im DAX ganz genauso. Schaut euch einfach mal an, welche DAX-Titel wann die Zahlen bringen. Und dann kann man das Ganze mitholen. Wo ich nachschaue, werde ich gerade gefragt. Ich schaue immer, also für die US-Märkte, ich mache mir das da einfach. Ich schaue einfach auf Finwiz, gebe dort im Screener ein, wie ich das mache. Wartet, ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz hier. Hier, also ich gebe hier einfach im Finwiz für die US-Werte das Earnings Date diese Woche ein und dann gehe ich hier oben auf den Index S&P 500 oder Dow Jones und zack, kriege ich die Werte rein und damit weiß ich zumindest erstmal, was dort läuft und dann kann ich mir so einen gewissen Plan machen, was für diese Woche entsprechend zu erwarten ist und ja, dann werden wir sehen, wie es hier an dieser Stelle zugeht, ne? Und wenn wir das beispielsweise mal auf den deutschen Index machen, auf den DAX, da haben wir ja beispielsweise im DAX auch Automobil drin und wenn einer der DAX-Konzern im Automobilbereich Zahlen bringt, die gut oder schlecht sind, dann kommt das Thema Sippenhaft mit zur Verfügung. Das heißt, gerade bei schlechten Werten, bei schlechten Nachrichten ist es sehr, sehr oft so, dass andere Autobauer dann mit nachgezogen werden. Lustigerweise allerdings, das muss man auch dazu behalten, wenn es positiv läuft, ist das oft nicht so. Ja? Dann geht der eine Wert durch die Decke, aber die anderen zieht es bei weitem noch nicht her. Das heißt, wenn man da eine schlechte Nachricht bekommt, antizipiert der Markt gleich, oh Gott, wenn es bei dem schlecht läuft, läuft es bei allen anderen auch schlecht. Aber wenn es die guten Nachrichten kommt, dann heißt es halt, oh, da läuft es gut. Aber ob das bei den anderen wirklich auch so gut läuft, das ist zweifelhaft. Da warten wir mal lieber noch ab. Also solche Dinge, solche Effekte sind auch immer da und auch da kann man sich als Trader darauf vorbereiten und das Ganze entsprechend für sein Trading mit antizipieren und das Ganze natürlich auch für die Planung hier in den Indizes, in den Index-Trades gut und gerne mit zur Verfügung stellen. Das ist eine Vorbereitung, die funktioniert wirklich immer recht gut. Und damit schauen wir jetzt mal noch auf den deutschen Leitindex hier.
den DAX. Und hier sehen wir es, der DAX, wir haben es jetzt 9 Uhr, der lässt wieder so ein bisschen die Flügel hängen. Wir sind hier weiterhin, gerade wo wir es im 5-Minuten-Chart sehen, ganz klar, wir sind weiterhin verprügelt worden oder werden weiterhin verprügelt seit dem Ausbruch aus dem Dreieck. Wir hatten drüber gesprochen, kennt der Markt einfach nur eine Richtung nach unten, und das ist hier sozusagen jetzt mal in den 5 Minuten ersichtlich. Aber keine Sorge, wir machen jetzt hier keine Besprechung nur im 5-Minuten-Chart, sondern wir schauen das Ganze natürlich mal uns in der Stunde, im Tag auf alle Fälle an. Und hier sehen wir es auch. Der Abwärtstrend ist da, ganz klar. Ich hoffe, man kann das anhand der ganzen Linien erkennen. Aber wartet mal, wir machen mal die Linien alle raus. Ich kann sie ja wieder einzählen. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir es einfach da. Das sind so ein paar wichtige Linien rausgenommen. Und wir sehen es halt hier im DAX. Es ist eine korrektive Phase. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend hier weiterhin intakt. Und hier oben laufen wir jetzt halt nach unten. Das heißt, das sehen wir hier. Das hier ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis. Der korrigiert jetzt mal den letzten Bewegungsarm hier, diesen Arm nach oben hin. Den haben wir ja schön am Laufen gehabt. Und übrigens hier an dieser Stelle kommt auch immer mal wieder so ein bisschen die Frage immer wieder auf. Moment mal, hier, es gab doch mal sowas wie mit Innenstäben, Außenstäben. Das, was jetzt hier ist, dieses Geplänkel, ist alles innerhalb dieses Außenstabes gelaufen. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist es rum wie num genommen völlig egal, ob man jetzt sagt, okay, der Trendverlauf ist bis hier oben reingelaufen und hat dann korrigiert, oder ist hier reingelaufen, hat dann korrigiert und wieder nach oben gelaufen. Das Level hier unten ist ein wichtiges Level. Das heißt, die Marke um die 13.565 ist jetzt da. Das ist der nächste Anlaufpunkt nach unten. Und für den heutigen Tagesverlauf ist halt eine Sache sehr, sehr wichtig. Fallen wir unter das Freitagstief unten drunter, das heißt hier unter diese Marke, ich mache es gleich mal genau, wo es ist, das ist das Tief war gewesen bei 13.670 Zählern. Moment, 13.670. Das haben wir da unten da, das ist das Zwischentief. Fallen wir da drunter, dann müssen wir uns definitiv mit der Chartunterseite weiter auseinandersetzen. Deswegen gehe ich jetzt mal in den Stundenchart auch rein. Und da sehen wir es hier, dass auch diese Kurs, diese Korrekturmuster durchaus Relevanzen haben, die man hier an dieser Stelle hat. Und ein Ausbruch aus dem Dreieck hier an dieser Stelle, das verschiebt sich manchmal ein bisschen. Es ist da, wir laufen nach unten, und hier unten sehen wir es halt, Fortsetzung vom Abwärtstrend. Ich mache es mal kurz rein, schaut mal, das hier ist der größere Abwärtstrend. Hier unten drinnen haben wir dann nach Laufen den untergeordneten Abwärtstrend, also das, was wir hier haben. Hier schaut mal, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt laufen wir schon wieder im Bewegungsarm abwärts, und wenn dieser ganze Bewegungsarm sich nach unten hin fortsetzt, dann haben wir die nächsten Anlaufpunkte halt hier unten drinnen stehen. Zunächst mal dieses kleine Level hier drüben um die Marke von 13.615, dann hier das Zwischentief bei 13.564,65 rum, und da haben wir ja gesehen, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Marke auf dem Tageschart. Und wenn die dann wegfällt, jetzt gehe ich mal kurz aus der Stunde wieder in den Tag rein, das heißt, wenn wir hier auf Tagesbasis durchaus mehr Druck zur Unterseite reinbekommen, dann kommt als nächstes hier unten das Level von 13.400 Punkten auf die Agenda. Das ist der große Ausbruchsbereich hier oben, wo es eine ganze Weile gedauert hat. Da wird es mich nicht wundern, wenn wir doch einen Rutsch nach unten bekommen unter dieses Zwischentief hier, dass dieser kleine trendige Schub nach oben rausgenommen wird, dass wir das dann zur Unterseite sehen. Aber eins bitte nie vergessen: Das Thema Covid-19 sorgt immer wieder für Bewegung an den Märkten. Und gerade bei dem Thema Covid-19 ist es halt so, dass wir auch sehen, die Hoffnung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben zum Beispiel jetzt auch gehört, dass der Impfstoff von BioNTech, wo die Erstimpfung ja sehr, sehr kühl gelagert werden muss, dass bei der Zweitimpfung ein deutlich weniger kaltes Lagerumfeld vorhanden sein muss. Das ist eine sehr, sehr wichtige Nachricht, weil man dadurch den Impfstoff deutlich besser verteilen kann. Und damit merken wir halt auch, dass je länger die Pandemie dauert, je mehr Menschen geimpft werden können, je mehr Informationen bekommen wir. Und das könnte dann doch relativ flott dazu führen, dass der Markt dann wieder rumdreht und schneller in den Optimismusmodus reingeht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir stehen ja wieder vor Regierungsgesprächen bei uns in Deutschland zum Thema
Maßnahmen während der Corona-Phase. Und jetzt haben wir heute Morgen plötzlich Zahlen bekommen, die deutlich niedriger waren als die Zahlen von letzter Woche Montag. Da horcht man natürlich plötzlich auf. Jetzt sind ja nach dem Jahreswechsel mal diese 14 Tage Zeit um, wo man ja immer sagt, okay, man braucht mal wenigstens 14 Tage, 10 bis 14 Tage, bis man dort etwas merkt, dass Zahlen zurückgehen. Wenn jetzt plötzlich die Zahlen doch nachhaltiger zurückgehen sollten, weil die ganzen Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, halt schon genug geholfen haben, dass wir das Ganze besser in den Griff bekommen. Was glauben Sie denn, was dann an den Märkten passiert? Dann hat man plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Dann spielt man plötzlich, ah, die Geschäfte können ja vielleicht eher aufmachen. Gastronomie kann wieder eher öffnen. Kinos können eher öffnen. Also all diese Dinge kommen dann plötzlich wieder ins Spiel, ins Gespräch. Und dann kann der Markt ziemlich flott auch wieder nach oben laufen. Deswegen das Ganze immer haben und immer schön hinschauen. Und wenn wir uns diese heutige Tageskerze auch mal anschauen hier, dann sehen wir halt, wir haben zwar diesen ersten Rutsch hier zur 9 Uhr Eröffnung nach unten bekommen, aber wenn wir dieses Level hier beispielsweise, ich zeige es mal ganz kurz hier, das angegrenzte hier, diesen Bereich, diesen Widerstandsbereich hier, wenn wir dieses Level, muss ich mal ein bisschen breiter ziehen, dieses Level tatsächlich aus dem Markt nehmen, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann haben wir diese Umkehrformation. Und das ist das, was sehr, sehr interessant ist. Deswegen jetzt hinschauen. Jetzt haben wir diese Situation. Deswegen reden wir auch so früh am Morgen immer sozusagen über diese Sachen. Weil jetzt entscheidet sich halt ganz, ganz oft die grundsätzliche Richtung. Und da werden wir sehen, wie es losgeht. Klar kann es tagsüber immer wieder Verschiebungen geben, aber es ist schon gut, die Early Birds was mit reinzunehmen. Gerade wenn man im Kurzfristbereich unterwegs ist, ja, dann macht es natürlich Sinn, sowas mitzunehmen, weil wenn an solchen Marken wie hier plötzlich viele Kauforders liegen, dann kann der mal ganz schnell nach oben schieben und wir können viele, viele Punkte mitnehmen und danach kann der Markt wieder in sich zusammenbrechen. Aber dieser Schub, dieser Orderflow, der hier auf der Oberseite auch warten kann, das ist halt das Wichtige und das sind die Marker, die wir schön nach oben mitnehmen können. Und wenn wir diesen Lauf einmal mitgenommen haben, ist es uns doch egal, wenn unsere Gewinne im Sack sind, ob der Markt danach wieder in sich zusammenfällt oder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir früh an dieser Stelle schauen. So, supi. Also, das hätten wir auf alle Fälle da. Und ich sage mal, an dieser Stelle, ja, sind wir durch für heute. Und ich sage allen gute Trades. Ich bin gespannt, was heute passiert. Wie schon gesagt, heute der Montag ohne die Guys from USA. Morgen sind die wieder da. Also, da gibt es die Action zurück. Heute ein Tag ohne USA. Selten sagt man dann, das sind die ganz, ganz doofen Tage. Nein, es ist ganz oft so, dass man an diesen Tagen auch schöne Bewegungen bekommen kann, wenn es kein Langweilertag wird. Und deswegen hinschauen, traden und fertig ist. Danke, ja, fürs Zuschauen und bis morgen. Ich freue mich drauf. Bye bye und gesund bleiben. Das ganz wichtig. Und ich sage Tschüss mit dem Outro. Bis dahin. Bye bye.